In dieser Tabelle sehen Sie zahlenweise das Prinzip der Reihung der Stufung und Sie sehen spaltenweise summarisch und analytisch. Arbeitsplatz als Ganzes, summarisch oder zerlegt in Anforderungsarten. Die erste Kombination ist das Prinzip der Reihung der summarischen Verfahren der Arbeitsplatzbewertung. Welches Verfahren? Prinzip der Reihung, aber das Verfahren ist ein summarisches. Welches der beiden summarischen Verfahren arbeitet nach dem Prinzip der Reihung? Was schreiben wir dahin? Wie heißt das Verfahren? Nun, das ist jetzt nicht mehr schwer. Wie heißt dieses Verfahren? Das Rangfolgeverfahren. Reihung bedeutet eine Rangfolge bilden. Das Rangfolgeverfahren. So, jetzt können Sie entscheiden, was ist für Sie besser, gedächtnistechnisch. Ist es besser, nach rechts zu gehen, beim Prinzip der Reihung zu bleiben? Oder es ist besser, in das andere Bildungsprinzip zu gehen, das heißt spaltenweise eins nach unten zu gehen. Ich behaupte mal, dass es in dem Moment leichter ist, im Bildungsprinzip zu bleiben. Das heißt, wir wechseln jetzt die Art der Arbeitsplatzbewertung, gehen von summarisch zu analytisch, bleiben aber beim Bildungsprinzip. Wie heißt das zweite Verfahren? Wir gehen also nach rechts rüber innerhalb der Zeile. Wie heißt das Verfahren? Analytisch. Das auch mit dem Prinzip der Reihung arbeitet. Das Rangreihenverfahren. Sehen Sie, das ist doch einfach. Ja, was wir gerade machen, ist nicht schwer. Das Rangreihenverfahren benutzt das Prinzip der Reihung nur eben für jede Anforderungsart einzeln. So, jetzt gehen wir zum anderen Bildungsprinzip, zu dem Prinzip der Stufung, gehen zu den summarischen Verfahren. Welches Verfahren? Arbeitet mit dem Prinzip der Stufung, das heißt der Vorsortierung in Form der Tabelle, aber Arbeitsplatz als Ganzes, wie heißt das Ding? Lohngruppen- oder Katalogverfahren, Sie können sich das aussuchen, beide Verfahren, beide Worte meinen das gleiche Verfahren. Das Katalogverfahren, genau, oder Lohngruppenverfahren, ist beides das gleiche. Ja, und dann bleibt nur noch ein Verfahren übrig, jetzt ist es wirklich ganz einfach, nämlich nach dem Prinzip der Stufung, aber für jede Anforderungsart einzeln ist das Stufen, da ist das Wort, Wertzahlverfahren. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.